Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder eine Killerrunde und zwar mit der Künstlerin. Das ist von den vier Killern, die ich jetzt die letzten Tage und Wochen immer mal wieder häufiger gespielt habe. Irgendwie so der Killer, der mir am meisten Spaß macht. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, was die Zukunft so bereithält für die Künstlerin und mich. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit der Runde und ja, ich würde sagen, los geht's. Aber auch noch mal im letzten Moment ausgewichen. Ist die Obsession. Die läuft sehr komisch. Was machst du da? Was ist das denn? Kannst du einfach in den Schrank gehen, wenn ich neben dir stehe. Geil. Das war mal Value von der Fähigkeit, muss ich sagen. Das hat sich gelohnt. So, sehr gut. Machen wir noch das Totem schnell weg. Setz ihn mal zurück, ne? Okay, krass. Waren aber einige Generatoren aktiv. Ja, jemand erwischt. Rennt nach links. Schon weit rum. Will die Dinger aber auch wieder loswerden. Nice. Okay, Palette bekommen und den Survivor bekommen. Das können wir so nehmen. Und ein Haken ist auch noch hier. Was, wenn du so sei. Ja, sowas kannst du. Kannst du auf jeden Fall mitteilen. Ja, wie viele Totem. Wie viele gesegnete Totems wollt ihr, Alter? Das Survivor sagen wieder ja. Oh, nice. Dadurch kriegen wir aber jetzt auf jeden Fall den Hit auf sie. Nee, nee, nee. Und das Ding ist wieder dicht. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die Mac das jetzt nicht rafft. Geil. Zweimal einfach schon. Zweimal schon. Schönes Ding. So, ballern wir die Viecher wieder los. Geil, schön langsam durchgegangen. So lobe ich mir das. Da rennt sie.
ganz lang gemacht, die Arme wieder. Eieiei. Ei, ei. Na, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich pack sie mal lieber hier ran. Dann mache ich auch die eine Palette da gleich weg. Jetzt natürlich keine Value für meinen Rückschritt bei den Gens, aber hey. Es wurde wieder ein Totem aufgemacht. Aktiviert. Wir haben noch keinen Generator bisher verloren, Leute. Und es sind schon 5 Survivor am Haken gewesen. Ja, okay. Tut mir leid für dich. Ich lasse dich dann liegen. Aber... wie? Warte mal, du hast Hadem nehmen? Das hast du ja bisher noch nie genutzt. Was ist denn mit dir los? Sie? Weg. Der Generator soll mal jetzt schön zurückgesetzt werden. War da gerade... Wer denn gerade geschrien? Bin verwirrt. Habe ich es mir eingebildet? Höre ich die Survivor jetzt schon leiden? Wir lassen die Viecher wieder los, Leute. Let's go. Ja, die über die halbe Map zu schicken. Da können die natürlich auch ausweichen. Aber hey, die gehen immerhin von dem Generator weg. Und im Zweifel wird der Gen dann halt auch dicht gemacht. Na, da vorne war jemand. Moin. Session. Oh, ist sie weitergerannt? Crazy. Da ist sie. Ah, ärgerlich. Hat sie gut gemacht, muss ich sagen. Da ist sie echt nicht wegrennen sehen. Okay, da vorne haben wir einen guten Haken. Dann haben wir die Hälfte unserer Hooks, Leute. Und wir haben noch alle Generatoren bisher bewacht. Oder was heißt bewacht? Aber wir haben sie bisher alle verhindert, dass was fertig gemacht wird. Wird da hinten der Baller? Und den hier dann zurücksetzen. Oh, irgendjemand ist jemand vom Gen weg? Ne, Totenschalter hat noch Cooldown. Okay. Dachte gerade. Hier links rennt jemand. Ja. Ach, du schon wieder. Na gut, dir haben wir vorhin schon eine Bonuschance eingeräumt. Von daher alles easy, denke ich mal. Wenn wir dich jetzt snacken. Und das war's mit Hadem Nehmen auch dann für sie, wenn sie jetzt... Ja. Wenn sie jetzt die Vögel hat und wir das Addon haben. Wir haben übrigens den ersten Generator jetzt gerade verloren, Leute. Bam! Ein bisschen schade natürlich. Ich würde sagen, sie stirbt. Ich glaube, okay, wenn sie sich nicht wehrt, dann nehme ich den Haken, der hier ganz hinten in der Ecke ist. Ich hoffe, dass ich den am wenigsten vermissen werde. So, zack. Da hinten an dem Generator. Okay. Der hat losgelassen sogar. Dann machen wir gleich. Pass auf. Ich spiele jetzt ein bisschen mit dem Timer. Und dann machen wir gleich hier diesen Doppelhit. Beziehungsweise wir probieren es halt aus, ob wir den Doppelhit durchbekommen. Schade. Oh, wir haben jemanden getroffen noch. Hey, krass. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht mit gerechnet. Oh, und sie ist auch noch hier.
Würdet ihr natürlich gern den Hit geben, Leute. Einfach nur, damit wir dann mit ihr, schade. Damit wir dann den Terrorradius nicht mehr haben. Jetzt sind Jen kurz zurück. Terrorradius ist noch bei ihr, Leute. Hier ist jemand. Ich war mir sicher, hätte jemand gehört. Schade. Haben unseren Terrorradius jetzt auch wieder. Ist auch noch zurückgesetzt. Da ist jemand. Die Mag. Ach, okay, sie ist hier drin. Das war jetzt aber nicht so clever, glaube ich. Weiß nicht, ob ich da reingeguckt hätte, Mac, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich glaube, sie hat aufgegeben. Oder musst du mal ganz dringend aufs Klo? Nächste Person ist Rip, da hinten ist keiner. Ja, sind nur noch zu zweit. Was wollt ihr für Rina klippen? Wie das mit Frontal geht? Ihr Haters. Ja, wie lang kann ich meine Kralle machen? Sehr lang offensichtlich. Ich hänge sie auf und dann gehen wir direkt in ihre Richtung. Ich habe noch für einen Moment habe ich noch meinen Terrorradius weg. Vielleicht lohnt sich das, ja. Die andere kann jetzt ja auch nichts sagen, wo ich bin. Hatten die ein Offering gedroppt wieder für die... Okay. Mal gucken, ob es ein Offering für die Luke wieder gab. Checken wir sie los, das ist immer so cheap eigentlich, ne? Da hinten gerade noch eine Krähe hoch? Okay. Ärgerlich. Gerade nehmen kannst du leider jetzt auch nicht machen, weil du die Krähen drauf hast. Sie ist am Generator gewesen. Das heißt, Strike brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Und wenn wir sie killen, haben wir immerhin noch was für unsere wunderbare Daily, Leute. So. War hier schon wieder jemand? Nee. Leider nicht. Ey, komm. Entitus, gönn die Luke. Ich hab's doch verdient. Entitus sagt nein. Schau mal beim Mähdrescher. Nee. Da ist sie. Geil. Ja, kriege ich beide irgendwie in Sicht. Da ist sie. Hallo, was geht, was geht? Die Clydia, eine ganz feine. Sehr schön. Ja, guck mal hier, hatten wir doch mal eine geile Runde.
So, was macht ihr gerade für eine Liste? Die Hasskiller oder wie? Er ist auf Platz 1. Die Twins. Leute, schönes Ding. Also mit der Runde können wir eigentlich wirklich zufrieden sein. Gut und sauber runtergespielt. Ich weiß gar nicht, hatten wir alle Leute so oft am Haken, wie es ging? Ich habe nicht aufgepasst. Wir haben noch einmal der Michaela sogar eine zweite Chance gegeben, als sie uns reingerannt ist. Ganz uneigennützig, war schön, natürlich, ne? Der Micha auf Platz 1, der nervigsten Killer? Nee. Ach doch, sowas nicht. Der Micha ist doch so... einer der schwächsten Killer. Was findest du an dem nervig? Dass der kein Terrorradius hat am Anfang, oder was? Dann an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Runde. Falls dem so war, ihr wisst ja sowieso, was zu tun ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke natürlich an die Kanalmitglieder für die fleißige Unterstützung. Und welchen Killer findet ihr am nervigsten, Leute? Würde mich mal interessieren. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.